So, das hat sie Ihnen also erzählt, die alte Giftspritze. Stimmt es etwa nicht? Doch, jedes Wort. Außer, dass ich ihn umgebracht habe. Das habe ich eben nicht ganz sicher nicht. Bin doch nicht blöd und gehe auch noch in den Knast. Wegen dem Drecksack. Nehmen wir mal an, ich war's, was nicht der Fall ist. Dann erklären Sie mir bitte mal, wie ich das angestellt haben soll. Hans in die Luft zu jagen mit Faulgasen. Sie sind hier der Fachmann, nicht wir. Aber ich denke, Sie haben alles, was Sie brauchen. Das gilt für jeden Installateur, nicht nur in Wismar. Wollen Sie die alle verhaften? Ein Mensch ist tot. Oh, das hätte Hans Dohley aber zu Tränen gerührt, dass jemand ihn als Mensch bezeichnet. Für Hans waren alle anderen nur Hampelmänner. Hauptsache, er hatte seinen Spaß und musste sich nicht die Hände schmutzig machen. Und? Warst du es? Da ist noch was. Die glauben, du hast es mit Hans getrieben. Schon zwei gute Gründe für mich. Das ist nicht witzig, Olli. Andrea! Wer immer es war, ich hoffe, ich kann mich eines Tages erkenntlich zeigen. Du bist widerlich. Lass mich los. Oh, entschuldige, du beweinst ja deinen Liebhaber. Hans war nie mein Liebhaber. Was hast du in seinem Büro gesucht? Nichts. Lass mich los. Von wegen Unterschrift. Du lügst schon wieder. Seit Monaten bist du kalt wie ein Fisch. Also erzähl mir nicht, dass da nichts war mit Hans und dir. Wusste ich's doch, du kennst seine kleinen Geheimnisse. Oliver, ich hatte keine Ahnung, ehrlich. Hat der Drecksack sich heimlich einen Safe eingebaut, als wir im Urlaub waren? Welche Zahlen? Sein Geburtstag oder was sonst? Ich sag doch, ich hatte nichts mit ihm. Halt den Mund und denk nach. Dieser Angeber. Ohne 4, Spiel 5, Hand 6, mal 24. Du verlogenes Miststück! Du hast es mit jedem getrieben, ich hab's doch geahnt! Warum tust du mir das an? Ich liebe dich. Ich reiß mir den Arsch auf für uns. Du hast nichts Besseres zu tun, als mich lächerlich zu machen. Ausgerechnet Viktor. Viktor? Angezeigt hätte ich euch. Ach ja? Warum sitzen wir dann hier? Bleib stehen, du Kameradensau! Bleib stehen! Olli, mach keinen Scheiß. Halt dich raus! Halt dich raus. Das hat nur was mit Viktor und mir zu tun. Was kann ich dafür, dass dieser Idiot am Lauf zieht? Er wollte nur verhindern, dass sie Viktor Koltermann erschießen. Weshalb überhaupt? Wegen ihren Schmiergeldgeschäften? Davon habe ich gar nichts gewusst, verdammt. Ich wollte Viktor nur Angst machen. Ich hätte nie auf ihn geschossen. Erst Knut Püstow hat den Schuss abgegeben. Glauben Sie im Ernst, dass Ihnen das irgendein Richter abnimmt? Aber genau so war's! Ich habe Hans nicht in die Luft gejagt. Doch, genau das haben Sie. Haben Sie das Gas da eingeleitet? Ich höre mir sowas nicht weiter an. Das habe ich nicht nötig. Obermeister Knorz, wer ist gefahren? Ich. Bitte die Fahrerlaubnis und die Fahrzeugpapiere. Was haben wir falsch gemacht? Wir sind rückwärts gegen einen Baum gefahren? Richtig. Und das war falsch. Haben Sie Alkohol getrunken? Nein, ich auch nicht. Jetzt kommen Sie bis zur Werkstatt. Marty, du hast wirklich einen süßen Hintern. Ich hoffe, der Salowski sagte das oft genug. Den siehst du nie wieder, wenn du abhaust. Das sind die bedeutende Persönlichkeiten, die sich um dich kümmern. Wir ringen um uns. Wer ringt denn noch? Weißt du, was ein Kreuzschraubenzieher ist? Gibt's nur drüben. Warst du schon bei deinem DEFA-Chef? Kannst du mir so einen machen?
Heute Abend hast du ihn. Handgefeilt von einem Bildhauer. Ich sag dir, die lassen euch nicht raus. Hat übrigens auch einen süßen Hintern, deine Otti. Sie wissen doch, in der DDR ist jeder Fünfte bei der Stasi. Damit macht man keine Witze. Ich bin von euch allen am meisten gefährdet. Wenn ich mal ein Bild oder eine Vase verkaufe, bin ich schon ein halber Verbrecher. Du bist wenigstens ein anständiger Verbrecher. Wieder eine interessante Party heute, Margie. Becker gibt sich noch 3 Monate. Und die beiden? Bleiben voraussichtlich hier. Wir brauchen noch Rotwein. Wenn die es nicht abnehmen, sag ihnen, die Idee ist von mir. Bist du verrückt? Die haben mir schon gedroht, dass ich keine Aufträge mehr kriege, wenn ich weiter mit dir verkehre. Halt jetzt still, Mann, oder ich mach dir abstehende Ohren. Was ist das denn? Manfred, verschone mich. Das sind die Waffenbrüder? Was soll ich denn machen? Die Leute haben mich im Griff. Die sorgen für mich bis an mein Ende.